glaube, mit dem neuen Monster. Ich sage nicht, welches es ist. Lasst euch überraschen. Habe ich große Chancen, euch alle gleich brutal zu ermorden. Aber ist es nicht total schade? Niemand nimmt mehr das Monster aus der Beta, ne? Ja, weil wir es schon oft gespielt haben. Ich mag auch das Äußere total. Und natürlich auch seine inneren Werte. Okay, das ist jetzt echt ekelhaft. Ich habe ihn ohne Maske gesehen. Ah, Ich bin ihm nee. völlig verfallen. Verfallen ist das richtige Wort dabei übrigens. Ich bin sehr verfallen. Ladebildschirm ist schön wieder heute, ne? Den finde ich wieder sehr ja, gut. Der ist toll. Auch echt schön. Ne? Also toll, wie das da so schön. Vier Dinge. Wie der sich so ausmalt die ganze Zeit. Da jetzt krass. Seid ihr dran. Ein bisschen wie Mandala malen früher, ey. Im Zauberheft. Oder malen nach Zahl mit einer Farbe, so für Doofe. Baumschüler. 1, 2, 3, 4, 5. So. Faulige oder ist das jetzt wieder was anderes? Das ist glaube ich, was anderes. Das ist das Moor des ewigen Gestankes. Kennt das jemand? Na klar, das habe ich in der Hose. Seit gestern, seit der Outlast 2 Demo. Wo bewegt sich denn hier was? Auch in meiner Hose. Da vorne hin. Sag mal, hast du irgendwelche Probleme? Ja, meine Hose ist neu, die Falten. Komplexe ist das Stichwort. Such die Klappe, bitte. Welche Klappe? Ach, die Klappe. Die Falltür. Die Klappe. Curry? Ja. Wenn du die Klappe findest, ne? Kannst du die mal bitte halten? Ja. Warte, dass du durchflippst. Das ist einfach Brüller. Was ist das denn da? Ey, ich hab Maisfelder. Was macht ihr denn? Wo seid ihr denn alle? Na, die Pane, die ist wieder... Nein! Es tut mir leid. Ich glaub, das ist was Persönliches. Alter! Oh Gott! Wie man nur die Kettensäge hört! Ja! So! Ey, deine Rippen gucken raus, ne? Nein! Ja. Ey, das ist ein bisschen ungesund, wie das bei dir aussieht, ja. Kann man die Neurologie wieder? Was machst du denn? Könntest du bitte aufhören, Tobi, das wäre echt voll geil. Wir haben Neurologie-Ärzte in Deutschland. Ja! Yeah. Gut! Ey, nicht an den Haken, Mann, das ist doch voll langweilig. Das macht doch jeder. Ich war fast fertig! Nice. Alter! Wo sind denn die anderen? Wenn gleich ein Helikopter kommt, ne, dann kommt Hans Meiser. Wo sind denn die? Irgendwo hier sind die anderen. Also seit der Outlast 2 Demo, Maisfelder, ne? Mhm. Find die gerade auch gruselig. Geht der Mörder ins Maisfeld? Nein, ich will nicht. Sorry? Was? Rechts. Wie rechts? Politisch? Der Generator da im Maisfeld. Der war vorhin noch komplett voll. Der Curry oder was? Gleich geht Popcorn! Oh, warte mal. Warte mal. Unser Köfferchen dadurch. Mann, jetzt komm, mach keinen Scheiß. Hilfe. Mach mal hier gerade ein leichtes yes. Opfer. Oh, 10 Jahre später. Er hat doch gar keine Füße. Hey, was meinst du mit Fußspuren? Was ist denn? Hast du eine Spezialattacke? Ich seh das, wo er herrennt. Der rennt wild durcheinander. Jetzt sind die Fußspuren weg. Scheiße. Was denn? Hä? Hm, was denn? Na gut. Diese Geschichte war oder hat Pan sie nur erfunden? Wieder ins Erfahren. In der nächsten Folge. In Jones Break. Oh nein. Was denn? Was hast du getan? Hey, Curry, man hat einen Koffer in der Hand, der ist wichtig. Ich habe auch einen Koffer in der Hand. Ich bin CSI-Agent. Wo ist deine Sonnenbrille? In meiner Arschtasche. Das ist interessant. Tschüss! Tschüss!
Curry? Ja. Ah, sehr gut. Okay, dann gehe ich auch. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, Bahn. Es tut mir leid, Bahn. Oh, sie kam. Es tut mir leid. Alter. Boah, Alter. Sie kam da angegridet mit ihrer Säge. Boah, im letzten Moment ein bisschen länger, dann hättest du mich gehabt, ne? Okay, jetzt wird den Geist. Ich will erwischt einmal bei mir bewegen, Lord. Das darf nicht sein. Bei dem letzten Generator, ne? Alter, beim letzten Generator, es war so ein Katz-und-Maus-Spiel. Du bist immer zum letzten Generator und ich bin immer, wenn ich dich gehört habe, bin ich weg. Und dann hast du dann rumgeguckt und bist wieder gegangen und ich bin wieder hin, hab wieder repariert und dann bist du wieder wiedergekommen, hast geguckt und ich bin wieder weg. Das war so ein Hin und Her, ich bin gestorben innerlich. Wie ist denn das eigentlich? Ist das Aufteilen besser oder das Zusammenbleiben besser? Das weiß ich nicht. Das können wir jetzt mal probieren. Zusammenbleiben hat man halt den Vorteil, dass man sie gut verwirren kann, ne? Ja, meinst du? Ja, wenn wir alle in eine Richtung rennen, dann musst du dich ja schnell entscheiden, wem rennst du hinterher. Ja gut, das stimmt, aber dann kannst du ja nicht zusammenbleiben, dann musst du ja auseinander stieben. Ja, auseinander. Das ist richtig, ich bin schon wieder fast tot hier, oder? Hä? Oh! Oh Gott! Das? Oh, war geil! Das finde ich jetzt nicht so gut! Das finde ich nicht so gut! Was ist denn los? Du Drecksau, warum guckst du random in den Schrank? Wie kann man sich denn so verraten? Außerdem habe ich dich gehört. Womit denn verraten? Jetzt hör auf zu zappeln. Nein, warum? Warum? So, Nummer 1. Das ist keine Beziehung, das ist die Hölle. Tobi, bist du weg? Nein, will ich nicht, lieber Currywurst. Alter. Die haut mich leid. Das kann doch nicht sein. Aber da sieht man es wieder. Fette Leute haben eine geringere Lebensdauer. Ja, dann wäre ich ja sofort tot. Spiel startet tot. Vom Schwitzen gestorben. Ertrunken, weißt du. Hallo? Nein! Was war das denn gerade für eine Scheißaktion? Ich bin dir voll in die Arme gekrochen. Weil ich... Komm her. Ja, das ist, ja. Was? Hilfe, Hilfe! Oh, ich bin keiner! Komm zu mir, Kronk. Und schwanger! So. Ich brauche allgemein in jedem Spiel immer ein bisschen, um warm zu werden. Jetzt halt die Luke finden, ne? Ich war schon immer warm. Boah, das sind das wenige Punkte. Das war, glaube ich, meine schlechteste Runde heute. Ey, du bist jetzt auch hier im Himmel. Hi. Ja, cool. Geil, Mann. Morgen Freeman ist auch da. Er ist immer da. Komm, es wird Zeit. Es wurde einfach Zeit. Alter. Was denn? Das ist gut. Was denn? Du hast doch gesagt, wir sollen mehr reden und mehr moderieren und mehr machen und mehr tun und mehr erzählen. Ja, hast du von selber gesagt? Du hast das selber drum gebeten. Was? Ich heb die Regel jetzt auf. Alle Frauen bedanken sich. Alle Frauen bedanken sich auf der ganzen Welt. Oh ja, das wäre so schön. Einfach mal die Regel aufheben. Das wäre genial. Heute wird zurückgeblutet. Was? Duft da jemand? Menstruation. Heute wird zurückgeblutet. Nein. Hey, cool, hier ist eine Kiste. Jeder hat keinen Grund mehr hier zu sein. Oh, hallo, ich bin die gefährliche Mörderin. Hallo, ich bin sehr gefährlich. Ja, hallo, ich bin schon tot, weil ich spielen kann. Gar nicht so. Ich habe gerade nur deine kleine Statuette in die Kamera gehalten. Na toll. Ja, tut mir leid. Solche Aktion will man nur, dass man auf deinen Channel kommt. Und außerdem bin ich gerade nackt. Okay, jetzt gehen alle. Also ich würde da bleiben. Natürlich. Wir könnten ja auch mal zusammen so nackt LKW-Simulator spielen. Das wäre aber schon geil. Irgendwie ich schon. Ich muss auf jeden Fall Klaus heißen. Da möchte ich, oh Gott, wie heißen LKW-Fahrer denn? Klaus und? Manfred. Manfred ist geil. Manfred Dieter ist auch ein geiler Name. Manfred? Manfred. Die neue Manf. Ah, die neue Manf. Es gab früher bei Rewe eine Zeitschrift, die hieß Manf. Und die gibt's nicht mehr. Es gibt leider nicht mehr die Manf. Ja, aber die neue ist viel zu cool. Die Manf war immer sehr geil. Ja, die Manf war die geilste. Ja, das finde ich auch. Hey, hast du schon die neue Mampf gelesen? Boah, in der neuen Mampf, der Superartikel.
Luke schon gefunden, Curry? Nee. Wieso gibt's eigentlich bei Rewe nicht Tube Mumps? Das würdest du merken. Ich lache selber meinen eigenen Witz, das tut mir leid. So. Tube Mumpf über Leute, die bei Rewe eingekauft haben, über YouTuber, die bei Rewe eingekauft haben und was für coole Produkte sie dabei erstehen. Hör auf! Ich muss immer so einen Scheiß lachen. Auch kennst du schon den neuen Ja-Lidschatten? Scheiße. Hör auf jetzt. Hat nur einen Fünfer gekostet. So ein Stück Holzkohle zum Anmalen. Ah, Dreck. Oder so alte Grillkohle. Da kommt irgendwann der Skandal. Es ist Curry? Gar keine Holzkohle, es war schon scheiße. Willst du die Luke nicht finden? Lass mich in der Liste. Alter, ich hab dich zweimal fast vom Haken geholt. Ja, fast. Das ist das Wort, Curry. Fast. Tobi, du bist echt. Ich bin echt enttäuscht. Das dachte ich mir auch gerade. Das war nicht die Luke. Aber es funktioniert, ne? Es funktioniert. Das war ja super. Gut. Das war ja richtig toll. Nein! Nein! Sie war doch der Geist. Nein, bitte. Ich wusste, dass du der Geist bist. Ich wusste, dass du der... Ich hab's doch gehört. Da. Hänge! Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Mann. Aber der Block ist noch heil in der Brusttasche. Mann. Auf Wiedersehen, es war so schwer. Tobi, weißt du noch, wie gut wir uns in Starbound immer verstanden haben? Das stimmt, aber diese Zeit. Der hat danach immer fett über dich abgerissen. Fürs Team. Jedes Mal. Fürs Team, Tobi. Fürs Team. Was? Ich weiß das. Was? Nein. Wir hatten so viel Spaß mit der kackenden Oma im Wald. Das war so schön. Jetzt fängt dein Arschloch schon wieder an. Es war so schön. Ah, schön. Ich hab ja schon die Vermutung gehabt, dass das irgendwelche Kotfliegen waren, die mich da ins Bein gebissen haben. Was? Und die durch ihre Kot entstanden sind. Was? Ja, Tobi hat das einen riesen Ausschlag am Bein. Was? Ja, du, sag mal, du bist da. User has left your channel. Was denn für ein Ausschlag? Achso, und ich dachte, du bist treuer Abonnent seit erster Stunde. Bin ich doch auch. Okay. Ich mal ein Video darüber. Aber ich hab doch letzten Tage, ich war doch hier komplett weg. Was denn? Weil dachte ich erst, das wäre eine Titte oder so. Was? Auf dem Thumbnail. Aber dabei war das haariges Brustbein. Eine Brustbein, Entschuldigung. Dabei war das ist umgekehrte Clickbait-Psychologie, weißt du? Ja, man sieht Haut und man denkt sofort, boops. Hast du einen Nippel auf dem Thumbnail? Deinen eigenen, meine ich? Er hat einen großen roten Nippel drauf. Ach, ja. du hast einen fetten Pickel aufs Thumbnail gemacht, oder was? Hä? Dass man denkt, das ist eine Brustwarze. Auf jeden Fall. Mit so einem fetten roten Warzenhof. Ja, genau. Ist das ein toller Nippel? Ah, nee, Tobi hat wieder Pickel. Entschuldigung, Tobi, ich liebe dich, bedau mich nicht. Okay, meine Rache kommt in der nächsten Folge. Nein, genau. Ich bin brav. Oh Gott, bis zur nächsten Folge. Tschüss, Tobi. Tschüss. Als Neukerin. So, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei einer weiteren Folge von Dead by Daylight. Ihr werdet jetzt sterben. Nein. Veto? Nein. Hol ich mir dann als erstes. Ich glaube, ich hole mir als erstes den Curry. Ja, ja, da bin ich dafür. Da bin ich dafür. Also, das finde ich gut. Ey, was ist denn jetzt schon wieder los? Was soll das denn, Curry? Das ist einfach so. Aber Frau Salisch, das ist so nicht gewesen. Herr Römer. Wo ist die Mann? Hau ab, Tobi, bitte. Lass mich an dein Wäsche ran. Hey, Curry. Oh! Nein! Ja. Nein! Ding ist, ich weiß, dass hier noch jemand in der Nähe ist. Nein! Ich hab dich gesehen. Nein! Auf weg! Lauf! Ding ist, jetzt habe ich den Curry aus dem Auge verloren. Das ist gefährlich. Ich verschwinde im Dunkel der Zeit. Wo ist eigentlich die Pan? Aua! Entschuldigung. Baumpflaster. Aua! Los, lauf! Okay.
Wie auch immer da vorne läuft, ich seh dich. Nein, das tust du nicht. Ich bin gar nicht da. Boah, ich schwitze. Ich möchte dir was zeigen. Nee, bitte. Ich werd narrisch. Lass bitte stecken. Du frisst mein Knippel. Lass das bitte. Bitte schön. Komm halt einmal her. Ah nee, geh. Du bist narrisch. Ich kann das überhaupt nicht. Bleib doch einmal stehen, ich will dir was zeigen. Nee, das ist nicht so meins. Was willst du denn hier auch? Du bist der Geistel. Guck mal. Ah, fuck. Tobi? Tobi? Tobi, trägst du mich ganz langsam jetzt, ganz langsam und romantisch? Ich spiele unser Lied, komm. Tobi, bitte, trag mich in deine Höhle. Tobi, lass mich deinen dicken Haken spüren. Bitte was? Entschuldigung. Ich finde das jetzt wäre ein bisschen fragwürdig. Ja. Entschuldigung, ich konnte einfach nicht anders. Oh Gott, ich bin so verzweifelt. Curry, wie sieht's aus? Vor allem, wir spielen, also zur Zeit jetzt gerade, zur Zeit der Aufnahme, wir spielen wirklich nur in der Aufnahme. Wir haben jetzt nicht privat gespielt. Leider. Und wir entdecken das natürlich alles noch selber. Aber so ein paar hilfreiche Tipps sind natürlich toll, aber halt kein Backseat-Gaming. Sag ich jetzt mal, stell mal vor, du sitzt zu Hause gerade und entdeckst deine Sexualität und spielst an deinem Penis rum das erste Mal. Und dann setzt sich irgendwer daneben und sagt immer, du musst das so und so machen. Ey, du musst da mal ein bisschen hier noch ein bisschen kneten und so. Alter, das ist doch super ätzend. Du willst das ja selber entdecken, verstehst du? Dann versteifst du dich so da drauf. Du versteifst dich und dann spielst du automatisch schlechter. Du machst was? Nee. Nein! Du versteifst dich da drauf. Schön! Okay. Hast du gerade kneten gesagt? Was? Natürlich! Was? Ja, Tobi, was denn los? Ist das jetzt neu für dich oder was? Ich kann dir ja Tipps geben, ich setze mich gerne mal daneben. Wie eine Kuh heute oder was? Scheiße, ich bin hier so krank, so weiter. Irgendjemand muss fertig drücken. Ah ja. Oh, erstmal einen schönen Hodenschnupf machen. Was? Ich habe heute irgendwo zum Thema Jogi Löw Hodenschnuff als Wort gelesen. Hodenschnuff? Du musstest so lachen. Hodenschnuff, was soll das? Das ist wie Schnupftabak, nur günstiger. Hier, faulige Felder, Hodenschnuff. Ja, das passt ja jetzt, super. Hey, Tobi, hast du die fauligen Felder? Erstmal die Hand in die fauligen Felder schieben. Ja, das machen dann die Frauen. Jetzt hör auf. Alter. Das ist so abartig. Was? Bitte was? Abartig. Bitte was? Boah, da hängen ja Schweine am Baum, Alter. Ja. Was haben die mit meiner Familie gemacht? Die ist so lecker. So. Han, alles okay? Ja. Läuft die Aufnahme denn? Okay. Ja. Entschuldigung, ich muss das einmal machen. Pock. So. Gut jetzt. Einer war hier gerade am Schweinebaum, ne? Wer war das von euch? Der Schweinebaum. Curry, du warst das, ne? Nee. Du warst das, weil du hast vorhin gesagt, der Baum ist aber echt eklig. Ja, da war ich vorhin vor ganz vielen Folgen, ja. Sagt sie. Alles klar. Boah, Alter! Nein! Scheiße! Nein! Wieso haust du mich denn jetzt nochmal, Tobi? Ich hab falsch gedrückt. Weißt du, vorhin hast du die ganze Zeit noch. Ist das sowas und ich schon wieder der Erste? Ernsthaft? Ja, ich hab die falsche Taste gedrückt. Boah, das nächste Mal, in der nächsten Runde, wenn ich Killer bin, ich werd nur den Tobi schrotten. Die anderen dürfen immer ankommen, aber der Tobi muss immer sterben. Die falsche Taste gedrückt. Die falsche Taste, dann lass mich runter, wenn du die falsche Taste gedrückt hast. Lass dein Wort mal Taten folgen. So. Falsche Taste am Arsch, ey. Der Tobi stinkt nach Rettich. Guck dir mal dein Gesicht an, wie du aussiehst. Als hättest du zu nah an die S-Bahn geguckt, weißt du? So. Die 3,27 km halt zu spät, kann ich auch nichts. Übrigens versteckt sich der Tobi gerade an der Ecke vor dem Haken. Ja, das ist richtig. Verstecken kann keine Rede sein mit seinem scheiß Ding da. Hallo! Also, der Tobi ist schuld daran, dass diese Folge nur noch eine knappe halbe Stunde hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, danke Tobi. Was? Danke ja, Tobi. Danke ja, super, Tobi. Ey. Toll gemacht. Alte Pisser, ey. Wir wollten ja noch länger machen, aber der Tobi guckt erst mal an, was wir für lausige Punkte nur haben heute. Ja. Seht ihr's? Müssen wieder entkommen. Nö, auf deinen Channel geh ich nicht mehr. Ist vorbei. Auf deinen Channel geh ich nicht mehr. Ich weiß, dass du nicht auf meinen Channel gehst. Ich weiß, dass du mich schon längst deabonniert. Ja, natürlich. Während ich jetzt hier noch im Spectator-Modus war, sofort De-Abo. Auf dem Handy, ne? Natürlich.
So, warte. Ach, scheiße, hab ich da. Oh Gott, ey. Erstmal. Turbinator LP. So. Macht's mir alle nach. Nein, das ist böse. Oh. Ja. So, ja. Tja. Kannst dich beim nächsten Mal rächen. Würde ich sagen, rächen, was für die rächen? Folge? Gartenwerkzeuge oder? Was meinst du, Pan? Wie gesagt, dann war's das für diese Folge. Das ist wirklich sehr hart. Und noch härter wird's in der nächsten Folge. Boah. Oh mein Gott. By Dead by Daylight. Heftig, ey. Boah. Die mittelmäßigste Folge. Extrem. Ich hatte den übelsten Lachflash. Oh, den hatten wir sogar. Ah, den hatten wir schon. Den hatten wir schon. Meine peinlichste Aktion. Gut, Freunde. Würde ich sagen, nächste Folge. Ja. Das klingt gut. Das klingt gut. Juhu. Dann bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.